Hummels. Ah! Thunder! Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich möchte das erste Pack Opening 2017 machen in dem Spielmodus Band. Ach, fick dich. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich möchte das erste Pack Opening in FUT 17, in dem Spiel FIFA 17, oder doch, nein. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, ich mache das erste Pack Opening in meinem ganzen Leben. Allein euch kommt hier war jetzt nichts Tolles dabei, kann ich euch sagen. Und deswegen dachte ich mir, ich tue jetzt mal ein bisschen ein Pack Opening machen, um da ja vielleicht mal das eine oder andere Highlight rauszuziehen. Und ihr werdet einfach komplett jedes einzelne Pack So, ich fange jetzt am besten gleich mal an mit dem ersten Pack und ja, geht's gleich weiter. So, die FIFA-Saison kann losgehen. Das erste Pack wird aufgemacht und es ist ein goldener Spieler von FC Porto Pereira. Oh ja, das ist ja richtig erstmal schlecht für den Anfang. Was gibt's denn da noch alles? Ja, das übliche Verträge, ein Trikot. Ja, tun wir alles mal zum Verein hinzufügen. So, nächstes Ding. Wieder kein seltener Spieler. Diop. Interessanter Spieler. Das Zeichen erinnert mich immer an FC Bayern, aber da ist jetzt auch nichts dabei, oder? Nee, alles kann ich alles verkaufen. So, jetzt das dritte Pack. Jetzt aber, komm. Ein Schweizer, Fernandes, ein Schweizer. Also, vielleicht ist noch irgendwas anderes Spezielles dabei. Nee. Oh. 3000 Münzen. Ja, Mann. Nächster Pack. Und goldener Spieler, Franzose, Innenverteidiger von Paris Saint-Germain. Okay, Yangam Biba. Der wird wahrscheinlich so um die 2.000 bis 3.000 Münzen wert sein. Ist jetzt nicht so der Hit. Nichts dabei, was sich auf jeden Fall spielen lässt. Jetzt machen wir einfach das nächste Päckchen auf. Drogba, oder? Drogba. Ja, vor ein paar Jahren hätte ich mich jetzt übelst gefreut, aber inzwischen ist der so lahm geworden. Ja, die Füße ist jetzt auch nicht mehr die stärkste. Ja, kann man mal verkaufen. Wird wahrscheinlich auch 1500 Münzen oder so wert sein. Wahrscheinlich auch nicht so die Welt. Kann mich natürlich auch irren. So, aber jetzt muss langsam mal hier was gehen. Und zwar goldener Spieler. Milan, was haben die? Ist das Ersatztorhüter von Milan? Ich habe mich jetzt schon fast gefreut. Aber, naja, italienische Liga spiele ich sowieso nicht, sonst alles wirklich nur Bullshit dabei. So, öffnen wir das nächste Pack. Seltener Spieler. Brasil. Ganso, der langsamste brasilianische Nationalspieler. Na, wahrscheinlich nicht mal Nationalspieler. Wäre gern. Ganso, 81. So, und Anderson noch hier als Dingens. Den tun wir dann auch mal gleich hier auf den Transfermarkt setzen. So, Raum nämlich auch nicht. So, den Rest tue ich mal ins Team rein. So, öffnen wir das nächste Pack. Müsste mal was Gutes dabei sein. Ein türkischer Stürmer, Demir. Ja. Sonst ist auch nur Scheiße dabei. Das gibt's doch gar nicht. Links Nani. Nee. Rafa. 92 Pace, okay. Portugiesische Liga, ich spiele da nicht keine Portugiesische. Oh, da ist noch Contreau. Aus Real Madrid. Oh, sehr gut. Wolfsburg. Ja, Mann! Draxler! Sehr nice! Jawohl! Geht doch schon mal gut los! Weil ich möchte eh so eine geile Bundesliga-Mannschaft erstellen und ich denke, Draxler ist auf jeden Fall. Mit dem Team, jetzt sowieso, wo ich ihn gezogen habe. Und dann noch der Arslan aus Beşiktaş, wenn ich das richtig so sehe. Und sonst, ja, Draxler ist super, Deluxe. So.
Kolachow? Ich kenne noch nicht mal die Liga, wo der spielt. Oh. Rondon. Wer will Rondon haben? Ich nicht. Ja, bis jetzt ist eigentlich noch nichts Tolles dabei. Oh, mal wieder ein Vertragsset. Ein Vertragsset. Lemar. Neymar wäre was Tolles, aber Lemar. So. Williams, den trinkt man, aber den spielt man nicht. Nee. Also Jungs, vom Gefühl her, das wird heute noch was. Das wird heute definitiv noch was. Ich denke, Cristiano Ronaldo wird wahrscheinlich noch dabei sein, Arjen Robben oder Jesus. Diop. Ich weiß nicht, soll ich da überhaupt noch hinschauen? Soll ich mir das noch geben, was da für eine Rotze kommt? Das kann sich doch kein Mensch anschauen. Digga. So, was bringt mir Reus? Reus bringt mir... Neuer! Nein, René Adler wahrscheinlich nur hier. Oh, ich habe mich gerade gefreut. Das ist so das Gefühl, wenn man so ein Päckchen aufmacht und da steht TW wie Torwart dran. Und da steht die deutsche Fahne. Und das noch als seltener Spieler. Da glaubt man immer, dass man Neuer kriegt. Immer. Also ich. Lieber. Cerruti. Genauso gut wie Di Maria. Hernandez. Genau den wollte ich. Jetzt ziehe ich mir einfach mal einen Robben raus. Das ist mir jetzt scheißegal, ich habe die Schnauze voll. So, wer kommt denn da? Spanien, zentraler Mittelfeldspieler, es ist Suarez. Suarez. Das gibt sich. Wie viele schlechte Spieler können die Spanier denn haben? Oh. Vasquez? Vasquez? Schreibt mir den so? Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber ich glaube mal Vasquez. Und das Smolov ist auch noch dabei. Smolov ist ein übrigens super russischer Stürmer. Und es wird jetzt... Pardon. Komm schon. Brasilien? Halt bloß Dante. Nicht. Meine Güte, aber der Hummels spielt ja nicht mehr bei Dortmund. Scheiße. Oh Mann. Walker? Oder sowas? Klein. Klein kenne ich auch nicht. Klein kenne ich nicht. Aber ich glaube, er ist klein. Ich glaube, das nächste Päckchen mache ich blind auf, weil es hat einfach gar keinen Sinn, wenn ich da hinschaue. Das ist ja alles katastrophal. Muriel noch dabei, ein sehr schneller Stürmer. Mit dem habe ich vor ein paar Jahren richtig viel Geld gemacht. Ich habe ihn immer günstig gekauft und teuer verkauft. Aber da war der halt noch irgendwie...
attraktiver als jetzt. Aber wenigstens immerhin 2000 Münzen noch gemacht. Besser als irgend so einen schwulen Vertrag, wo man eh immer zu wenig hat. Komischerweise nicht. Senchro. So, das war's auf jeden Fall mit dem ersten Pack-Opening. Es war richtig, richtig große Bullenscheiße. Also, mir fällt wirklich nichts ein. Ich bin schockiert, was für eine Scheiße man eigentlich ziehen kann. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich möchte noch Cristiano Ronaldo. Ich möchte noch Arjen Robben. Franck Ribéry. Gareth Bale wäre geil. Also, wenn ich Gareth Bale irgendwann mal ziehen würde, ich glaube, ich würde ein Fass aufmachen. Dann Lionel Messi wäre natürlich noch cool, Suarez, Neymar, Boateng, Neuer und die ganzen Deutschen halt natürlich auch noch. Auf jeden Fall, das war's mit dem ersten Pack-Opening. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann lasst mir natürlich ein Like da. Wenn es, ja, wenn ihr öfter sowas sehen wollt, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare rein. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, dann